Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit Voucher, mit unserer Nebelessa. Eigentlich wollte ich euch oben abholen und gleich los zum Händler für die Quests. Jetzt bin ich hier unten aber endlich draufgestoßen, meine Lieben. Wir sind stolze Besitzer einer kleinen Kohlemine. Hier, ich habe ein bisschen Eisen besorgt für heute, dass wir Stahl durchlaufen lassen können. Und guck mal, wir haben unsere erste Kohle. Und ich nehme doch an, dass das genauso ein umfangreicher Spot sein wird wie die Metallvorkommen hier unten, oder? Ja, ich nehme es an. Also hier haben wir jedenfalls jetzt aktuell alles, was wir brauchen. Wir haben Kohle, wir haben Metall, Nitrat und Blei. Ich brauche nicht mehr raus, wenn ich geschwind was brauche. Ich gehe einfach hier runter und baue das ab. Das wollte ich euch noch mitteilen, deswegen hier unten heute getroffen. Wir gehen jetzt aber los. Soweit habe ich uns schon mal aufgebaut, dass es weitergehen kann. Ich will ein bisschen Turret-Munition herstellen, aber nicht allzu viel. Sagen wir mal so 200. Den Rest vom Metall möchte ich gerne oben einschmelzen für Stahl. Wir brauchen in der nächsten Hordenacht nämlich auf jeden Fall Stahl zum Aufwerten von unseren Maschinen. Und dann gehen wir heute zum Händler. Und dann werde ich wahrscheinlich heute Nacht, 75 auf 76, werden wir nochmal Material rausholen, sodass wir zur Hordenacht alles haben. Und dann probieren wir es einfach. Dann gehen wir einfach den nächsten Try, würde ich sagen. So, Spatzel, ab nach oben. Für dich geht's heute zum Händler mit dem Motorrad. Wir nehmen natürlich gerade eine Handvoll Zeugs noch mit. Ich will nur noch mal hier durchschauen, geschwind. Seid ihr da? Habe ich euch zugeschaltet? Ich glaube, ja, ne? Wir brauchen... Brauche ich Bruchsand? Ich glaube, Bruchsand brauche ich nicht. Ich will kurz ankicken, was ankickbar ist, ne? Ich nehme mal den Zement hier raus. Ich nehme... Habe ich nicht Bruchsand hier drin? Bruchsand habe ich hier drin, Zement habe ich hier drin und Stein. Na, dann können wir doch jetzt hier schon mal loslegen. Pass, Emol, uff. Wir brauchen Betonmischung, nicht wenig. Machen wir hier mal 300 Stück. Jetzt würde weiter hier Zement fehlen. Und wir haben hier Lehm und Messing, ist natürlich jetzt momentan nicht wirklich viel drin. Hier Stein müssen wir auf jeden Fall wieder einkippen. Machen wir mal die Folge über hier Material rein. Ja, sagen wir so 20 Minuten, das reicht erstmal. Kann der Stein rein und wir haben die Möglichkeit, weiteren Zement dann rauszuholen. Dann läuft die Geschichte. Und hier in unserer kleinen Süßen schmelzt sich das jetzt komplett ein. Da muss ich Brennstoff nachlegen, können wir. Auch hier würde ich sagen, geben wir uns 20 Minuten. Ja, so in etwa, wenn ich heimkomme, werde ich es nachfüllen. Und wir brauchen natürlich hauptsächlich Stahl. Muss ich aber warten, bis es durchgelaufen ist jetzt erstmal. So bleitechnisch, da sind wir jetzt noch nicht so weit. Da muss jetzt nicht arg viel passieren. Hier gebe ich uns mal ein paar Minuten. Bumm. Das läuft. Dann habe ich uns schon mal einen kleinen Eintopf gemacht. Wir haben tatsächlich jetzt oben fast eine komplette Reihe Kartoffeln, ne? Das haben wir jetzt nochmal hingekriegt. Da muss ich nichts mitnehmen. Ich will allerdings auch nichts mitnehmen, was ich nicht brauche. Das heißt, komm her. Jo, dann ist halt schon 7, aber wir sind ja auch schneller beim Händler wie früher. So, das haben wir. Turret-Munition haben wir. Ein bisschen was zum Trinken. Essen werden wir finden. Hoffe ich jedenfalls. Die Kohle, die tue ich jetzt natürlich mal hier rein. Das nehme ich mir mit. Bruchsand kann raus in die Basekiste. Den machen wir jetzt hier rüber. Kaffee nehmen wir mit, falls ich was buddeln will. Ich werde wahrscheinlich eine Kistenquest noch mitmachen. So, meine Lieben, soweit sind wir aufgebaut. Jetzt holen wir uns noch eine Handvoll Zeugs für den Händler. Ich werde aber allerdings nicht alles mitnehmen, weil ich nicht alles repariert habe. Den hier. Für den gebe ich nichts aus. Den kann der Händler haben. Die Bücher kann er haben. Geld tauschen wir um. Wir nehmen jetzt die Sachen mit. Ich habe sie noch nie gebraucht. Viele haben gesagt, kann man verkaufen. Machen wir. Das würde ich sagen, nehmen wir auch mit, falls ich den Bohrer heute finde. Wir schauen natürlich wieder. Und den nehmen wir mit. Und den nehmen wir mit. Und da würde ich jetzt einfach sagen, hier opfer ich jetzt einfach mal eins. So, komm, wir gehen aufs Moped. Ich will los. Ich möchte gerne los. Ach, das können wir später reparieren. Lumlilum, lalalalum. Ich bin so happy jetzt, dass wir Kohle hier haben. Ich kann jetzt einfach nur runter und kann mit einmal Minen alles rausholen, was wir brauchen. Für Munition, für Stahl, für Eisen. Super Geschichte. Ich freue mich wahrscheinlich tierisch und merke jetzt bald, dass wir die erste Note schon abgebaut haben. Warte mal ab. So, lass mich mal kurz reingucken. Die Leitern haben wir ja gestern gemacht. Ich muss noch mal ganz kurz einen Blick riskieren, wie weit wir jetzt sind. Wir haben auf jeden Fall Lampen gesetzt, das passt. Hier wollte ich noch eine Stahlaufwertung. Werden wir morgen machen. Vor der Hordenacht werden wir hier unten noch einmal Stahl rumziehen. Und die Säule hier vorne. Und da bin ich am Überlegen, ob ich denen hier eine Reihe nicht Stahl lasse, damit sie das Gefühl haben, sie haben eine Schwachstelle, dass sie durch die Fallen kommen. Müssen wir mal gucken, wie es ist. Das kann man ja dann nachträglich immer noch aufwerten. Ich würde sagen, ansonsten sind wir soweit. Die automatischen Turrets, die habe ich jetzt noch nicht angeschlossen, werde ich auch zur nächsten Hordenacht nicht, denn ich habe ja zwei Turrets, die ziemlich Gas geben. Und dann schauen wir einfach mal. Zur Nacht 12 können wir die dann vielleicht anschließen. Vielleicht zur Nacht 12 gemeinsam mit der Zugbrücke dann.
So, jetzt haben wir nur ein Problem. Ich habe hier schon ewig nicht mehr reingeguckt. Ah, hier ist das ganze Essen. Hier ist das ganze Essen. Jetzt hat Le aber. Und das wollte ich eigentlich auch noch verwerten hier. Ist egal, so viel werden wir jetzt in der Runde heute nicht kriegen, ne? Ich habe allerdings, sehe ich gerade. Sag mal, weiß einer, wo ich meinen Sprit hin habe? Und weiß einer, wo das Minibike ist? Minibike ist hier, ne? Kann ich dir den Sprit wieder abzapfen? Es wird nicht gehen, gell? Öffnen, fahren, reparieren, abschließen, nehmen, huben. Alter, hier ist ja auch noch Zeugs drin. Hier ist übrigens noch eine Klingenfalle. Guck mal, hier sind ganze Sachen drin. Und das Turret habe ich gesucht, die Tage. Hier sind sie. Ich war so verwirrt. Und Alterle, ich glaube fast, dass ich die ganze Zeit mit der falschen Schaufel. Eisenschaufel. Blockschaden 64. Ajo, alter Schwede. So. Aufkommen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob uns der Sprit reicht, ne? Zum Händler. Müssen wir unterwegs irgendwo Sprit holen? Ich muss Autos abbauen oder so. Ist der Hammer. Denken wir dran, bitte, vor der nächsten Nacht, wenn ich runter, bevor ich in die Mine gehe, muss ich das Zeug wegräumen. Ha ja, jetzt gehen wir uns da mal eine Quest holen beim Händler. Wir gehen zu unserem Angestammten, da war ich schon ewig nicht mehr. Die hier waren alles Loot-Container, die will ich natürlich jetzt nicht unbedingt abbauen. Ne? Wir werden wahrscheinlich eh, wir müssen Sprit farmen gehen, das reicht mir nie, bis wir dort sind. Wir fahren jetzt auch zusammen, dann geht halt die Folge heute ein bisschen länger wieder, ne? Aber ich möchte jetzt keinen Schnitt machen. Ich will die Reise ein bisschen genießen. Ein bisschen vor mich hinsinnieren. Mich freuen, dass ich jetzt hier nie wieder her muss zum Kohle holen. In Anführungszeichen nie wieder. Erstmal nicht, ne? Huch. Jetzt ist das Handy runtergefahren. Das passiert eigentlich auch sehr selten. Ich habe das immer mitlaufen, dass ich so ganz grob die Zeit wenigstens im Gesicht habe. Ey, guck mal, da kommt schon wieder ein Loot-Container. Wie viele Fliege haben ich schon wieder verpasst? Das ist natürlich jetzt sehr geil. Da ist bestimmt der Bohrer drin. Hey, guck mal hier, im Wasser steht sie und ruht sich aus. Und Alter, was ich gerade gesehen habe. Die Chance of Eier. Eier in Wilder. Ich bin doch gerade über Nest gefahren, oder? Ich muss mal von da oben gucken, Gott. Ich bin doch gerade hier über ein Nest gepäst. Jetzt will er da von mir auch noch eine Zahl. Jetzt bin ich mal gespannt. Es war die. Doch, ich habe die richtige PIN benutzt. Was macht denn mein Wecker dann bei sowas? Sorry jetzt, ne? Ich starte nicht nochmal durch hier. Wobei die Folge natürlich jetzt schon eine Weile läuft. Ist ja egal, ich mache es ja eigentlich eh nach Gefühl. Oh, wie gut. Sorry, schneide ich natürlich nicht raus, ne? Mal kurzer Moment hier abgeklitten. Ist das der Hammer? Guck mal. Alles da, sogar Maismehl. Ich klicke die manchmal auch gerne sehr also einzeln durch, um sie einfach nochmal in der Hand gehabt zu haben, ne? So, jetzt pass auf. Händlertechnisch, wie fahren wir denn? Ich meine, mit dem Motorrad will ich nicht unbedingt hier Mississippi-mäßig. Wir fahren die Straße entlang. Und wenn wir Autos sehen, dann bauen wir sie ab. Und wenn wir Nester sehen, halten wir tatsächlich kurz an. Vielleicht können wir uns noch ein Blaubeerküchle machen. Vielleicht können wir uns noch ein. Seit wann gibt es denn da Zombies in dem Spiel? So. Schön, ich habe mich voll auf die Runde gefreut jetzt. Auch wenn wir später los sind, wie ich es tatsächlich gedacht habe. Aber die Kohle musste ich euch zeigen, ne? Dann war ich oben tatsächlich im Dach, am Dachgarten und habe die letzte Kartoffelernte einmal gesplittet und habe einmal den Eintopf gemacht für die Hordernacht für die nächste. Dass wir uns da recht schnell wieder hochgebollert kriegen. So, oderle. Jetzt müssten wir. Wieso ist denn da noch eine X-Markierung? Der Loot, den gibt es schon lange nicht mehr. Den gibt es schon lange nicht mehr, den kannst du wegmachen. So. John Ham Radio. Haben wir das eigentlich gemacht, das Gebäude? Weiß ich nicht. Ach fuck, das ist gar nicht der Händler, zu dem ich wollte. Aber weißt du was? Weißt du was, ich gerade so bemerke? Das ist gar keiner von unseren Händlern. Was mache ich denn heute? Jetzt muss ich doch einen kleinen Schnitt machen. Ich bin auf voll aufs falsche Gebäude zugesaust, ne? Wir müssen ja da hoch. Hier wollen wir hin. Also komm, dann machen wir doch Back-Tour. Mit dem Motorrad. Volles Risiko. Kaum war ich mal in dem Gebiet. Ich habe nur reingeschaut. Ich habe nur Hallo gesagt. Wupp, Geier. So, querfeld ein, sparen wir uns ein bisschen Zeit. Dann kommen wir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt an, wo wir auch angekommen wären, wäre ich richtig gefahren. Ne?
Ich denke die ganze Zeit, was ist das für Gebäude? Aber das Radiogebäude haben wir noch nicht gemacht, glaube ich, ne? Da müsste man vielleicht tatsächlich mal die Tage. Auch was man denn alles müsste. Du kannst in dem Spiel gar nicht alles gleichzeitig machen, ne? Guck mal, wie lange ich jetzt schon unterwegs bin. Ich genieße ja jede Spielstunde. Und ich habe so vieles, was ich noch nicht mache, was ich noch nicht angeschaut habe, was ich noch besser machen könnte und so weiter, ist der Hammer. Ist der Wahnsinn. Also das hat sich echt gelohnt, das Game. So. Ja, das Motorrad macht sich doch ganz gut. Ich muss nur rechtzeitig dort ankommen. Ich habe keinen Sprit mehr. Ich habe den Sprit irgendwo. Ja doch, wir haben ja letztens alles Mögliche vollgetankt nochmal, ne? Kein Wunder, dass wir keinen Sprit haben. So, jetzt sollten wir aber auch schon gleich da sein. Der Imlessa gibt alles. Sie freut sich halt jetzt auf Tag 77. Ich kenne sie. Die hat voll Bock drauf. Stopp. Ja, du bist schon richtig. Jetzt musst du da hinten nochmal rum und dann haben wir's. Mich wundert es, dass ich noch keine der Maschinen so weit runtergefahren habe, dass ich sie reparieren musste, ne? Ich liebe diese Loot-Container. Vor allem die Tatsache, dass wir noch nicht alle eingesammelt haben. Hier mal eine kleine Überraschung, das ist super. Genauso wie ich mich über meine eigenen Kisten freue, die ich irgendwo gesetzt habe und vergessen. So, my friend, wir sind mal wieder bei dir. Jetzt bin ich gespannt. Wir gucken natürlich, ne? Wir gucken natürlich, ob wir beim Kollegchen hier jetzt meinen Bohrer finden. Machen wir hier zu. Dann haben wir schon mal unsere Ruhe. Jetzt will ich mal ganz kurz was gucken. Ich war ja eine Weile nicht mehr hier, ne? Möglicherweise. Möglicherweise. Hast du denn noch einen Mischer gehabt? Doch, da steht er. Leerer zerstörter. Ne, da hat sich auch noch nichts getan. Jetzt gehen wir mal reinzoomen. Verchecken wir mal unser Zeug, tauschen um. Und dann, schauen wir mal, schauen wir mal. Servus, grüß dich. Schön, dass du bist. Habe ich bei dir eigentlich das Bücherregal? Ja, habe ich gemacht. Digga, wir waren schon eine Weile nicht mehr bei da, gell? So, darf ich in dein Inventar blicken? Natürlich. Alles umtauschen? Wumm. Den habe ich mir überlegt, den bekommst du. Genauso wie den. Dann habe ich dir ein paar Rezepte, die ich schon kannte. Das darfst du nicht machen hier. Die darfst du haben. Und kurz mal aufsortieren. Ich muss nochmal durchgehen. Das haben wir jetzt vorhin erst gefunden. Das behalte ich alles. Hier, die Goldnuggets wollte ich dir geben. Wow, bringt den Haufen Geld. Die Diamanten wollte ich dir geben. Und Silber wollte ich dir. So, mein Freund, jetzt hast du alles von mir bekommen. 15.000 Ducatos. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf, Leute. Eine Azalee? Nee, pass auf. Wir geben erstmal einen Bohrer. Nadelfaden, der Schlagmann, gefütterte Stiefel, Amboss. Hey, so ein Amboss, den nehme ich aber mit. Den kaufe ich schon mal. Ich glaube, ich habe den nämlich in manchen noch nicht drin. So, Bohrer sehe ich jetzt hier nichts. Dann haben wir noch die Möglichkeit, nach der Kettensäge zu gucken. Weil ich da nie weiß, ob die Datenbank das alles richtig macht. Nee. So, der Bohrer hieß, der Ding hieß Auger. Auger. So, hier ist nichts drin. Und dann haben wir noch die Motor-Tool-Parts. Hier ist nichts beim Händler. Wir gucken hier nochmal rein. Oh. Auger sehe ich nichts. Bauplan brauche ich keinen. Chainsaw sehe ich auch nichts. Motor-Tool-Parts sehe ich auch nichts. Also schade, ne? Ich gebe jetzt trotzdem nochmal einen Bohrer. Coupon-Armbrust interessiert mich eigentlich nicht. So, und was ist mit Benzin? Was kosten so? Gibt es keins? Hast du kein Benzin hier zum Verkaufen? Nö. Bettungmischung, Silberklumpen. Wo hat denn die wohl her? Nee, das war's eigentlich in groben Zügen. Wir holen uns eine Quest. Wann ist denn bei dir Reset eigentlich, Digga? Lass mich nochmal kurz gucken. Tag 76. Morgen. Ja, dann können wir vielleicht morgen nochmal hinfahren, falls wir mal Zeit übrig haben. Hast du irgendwelche Aufgaben? Jetzt pass auf. Säuberungsquest hätte ich gern gemacht. Am liebsten eine Dreier, die nicht so weit weg ist. Das wäre hier. Abholen und säubern, die ist ein Kilometer. Die Mama. God bless you zurück. Wir zischen gleich los, dass wir das heute noch erledigt kriegen. God bless you. Oh yes. Jetzt kommen wir daheim an und er zeigt uns da die Quest, oder? So, meine Lieben, das müsste normalerweise, war mir nicht alles täuscht. Kilometer ist hier am Rand. Oh, das ist cool. Da war ich schon weil nicht mehr. War da nicht auch ein Händler in der Nähe? Ja, wir könnten auf dem Rückweg kurz bei unserem alten Händler vorbeifahren, oder? Und unterwegs Benzin aufgabeln. Ja, Zeit haben wir genug.
Zur Not machen wir es auch mit der Nacht noch mit. Muss man nur mal schauen, was jetzt die 3 bedeutet. Viele Zombies. Möglicherweise kann es auch sein, dass es einfach ein größeres Gebäude ist. Ich glaube, wir fahren auf unsere alte Base zu gerade. Hier spring. Wuhu! Namelesser, du bist der Easy Rider hier im Gebiet. Das Geräusch nervt mich ein bisschen, wenn er hier hängen bleibt. Da hinten sieht man schon den Canyon und so. So, hier, ne? Alte Butze. Hier bin ich gestorben am Pfosten, wer sich erinnert. Wer war dabei? So, kurz rübergeheizt, auf dem Rückweg den anderen Händler nach dem Bohrer durchsucht. Und dann haben wir die Möglichkeit, auch Tag 76 nochmal hinzugehen, ne? Guck mal, die Hälfte der Zeit haben wir schon überbrückt, der Fahrt. Ich brauche trotzdem ein bisschen Sprit. Aber da ist ja eine fette Siedlung, wo wir jetzt hinfahren. Da werden wir schon was kriegen, ne? So. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Tut mal leid nicht. Komm, wir machen hier schon mal gleich eine Spritrunde. Baustelle auf die Schnelle. Da müsste doch normal jetzt so ein bisschen was schon für uns hängen bleiben. Jo, sind nochmal schon 70 Kanister, dann siehst du. Dann will ich kurz in den Mischer hier reingucken. In den Mischer. Und ich wusste, dass ich reinschauen sollte. Denn es hat sich schon mal tierisch gelohnt. Aberle, Kalabele. Dock, Boarding and Grooming? Ich sag mal, andere Frage. Ist ja mal voll das coole Gebiet hier. Wieso waren wir da noch nie? Der Dicke hat auf jeden Fall kein Agro. Fahren wir weiter. Den Spielplatz abbauen. Obwohl, wer weiß. Die Welt kann... Sag mal. Hier, guck mal. Cars. Das wäre natürlich jetzt geil, wenn es... Das ist aber auch geil hier, muss ich mal ehrlich gestehen gerade. Weil da im Hintergrund hast du schon die Wüste, ne? Die bauen wir jetzt alle ab hier geschwind, bevor wir die Quest machen. Bis auf die Container. 5. Hat er sich für ein Vogelnest gehalten? Wahrscheinlich. So. Freunde der Nacht. Wir brauchen Sprit für den Heimweg. 60 Meter, dann sind wir davon weg. Das war ein Container. Der hier war noch. Mal müssen wir auf dem Rückweg, wenn wir Zeit haben, da auch noch reinschauen. Es könnte ja gut sein, dass wir hier die Motortoolparts finden. Was mit ihmchen hier? Der steht da so einsam rum. Mal prüfen. Ich wusste gar nicht, dass es die in dem Wert gibt, ne? Aber die will ich nicht. Den nehme ich mit. Das andere ist mal egal. So, komm, wir gehen mal gucken, welches unser Gebäude ist für die Runde. Dieser Warehouse Store? Nee, oder? Sieht so aus, doch. So ungefähr die Größenordnung von dem einen Gebäude, das wir mal nachts gemacht haben. Ich hecht mal kurz darüber noch zu den zwei Böcken. Was ist denn hier? Das sieht ja übel aus, das Wetter. Ist da gerade irgendwie eine Rauchschwade vorbeigeschossen? Was ist denn das hier? Liegt der Handtisch auf dem Boden. Ein leeres. Halt, guck doch erstmal rein. Und hör auf, das Zeug abzubauen. Was haben wir denn? Du hast dich an extreme Temperaturen gewöhnt. Du bist um 10% widerstandsfähiger gegen Überhitzung. Wie passend. Schön. Irgendwie ist es viel schöner hier von den Farben gerade, finde ich. So, Alterle. Jetzt pass auf, räum mal kurz das Zeug ins Moped und dann gehen wir da rein und säubern die Hütte. Hast du nicht gesehen, dass ich hier neue Maschine habe? Doch, aber Kopftreffer sind immer noch nicht so deins, gell? Was ist denn das jetzt hier für eine Brühe? Schade. Aber wir sind ja gleich drin. So, pass auf. Ich würde sagen, wir schmeißen alles rüber, was ich keinesfalls brauche. Halt, den Tee wollte ich eigentlich mal mitnehmen, falls ich was zum Essen brauche. Hühnersuppe, Kaffee, das brauche ich eigentlich alles, ne? Ist das jetzt ein Sandsturm oder sowas? Ich dachte erst, da kommt ein Viech, ne? Das werden wir da drin jetzt alles nicht brauchen. Schade.
Schade Marmelade, schade Marmelade. Pass auf, den nehme ich mit rüber, das wird gleich draufstecken, dann haue ich den dafür rüber. Ab und zu werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen Holz abkratzen, dafür das dann rüber. Und das rüber. Und das rüber. Und im Prinzip soll es das gewesen sein. So, Säuberungsquest. Meint er das über das ganze Gebäude verteilt? Guck mal, die Tasche ist scheinbar, das ist das ganze Gebäude, deswegen ist es drei, ne? Wir gehen jetzt mal hier rein. Wie kann ich Stoff liegen lassen, ne? Oh, hier ist natürlich jetzt auch wieder geil. Die brauchen wir. Die brauchen wir wahrscheinlich. Die brauche ich nur im Notfall. So, lass mich kurz durchlinsen. Ich habe nämlich das da überlege ich jetzt gerade, ob man das mitnehmen, weißt du? Und da. Eine Waschmaschine. Die könnte man jetzt auch abbauen, gell? Ja, kommen auf jeden Fall ein paar Elektroparts, ein paar Maschinenteile. Ja, das kann man mitnehmen. Cobblestone kannst du immer brauchen. Gerade ich, weil ich baue ja viel mit Cobblestone. Was denn eigentlich hier mit den Fässern? Benzin ist halt mal drin. Noch eine Gruppe. Die ist jetzt leer. Hier ist nochmal ein einzelnes zwischendrin. Ja, super. Papierzeugs brauche ich nicht. Ja, super. Dann hat sich das auf jeden Fall schon mal rentiert. Da hat der Questgeber mitgedacht. Der wusste genau, oh, der Alter, der braucht bestimmt Benzin. Ich habe nur das Gefühl, wir werden das in der nächsten Runde erst abschließen hier. Ich glaube nicht, dass wir das heute auf einen Schlag durchkriegen. Weil ich will ja auch nicht durchrennen, ne? Ich will ja dann schon gemütlich. Halt. Lieber kleiner Freund. Okay, das brauchen wir dann nicht unbedingt. Hier ist auch noch recht ruhig. Ist da Looting? Warte mal, ich brauche meine Frames. Ohne Frames geht doch nichts. Wieso geht es da nicht hin? Doch. Was ist denn das hier? Das ist nur ein Schacht, ne? Da ist aber jetzt nichts irgendwie für mich. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da unbedingt jetzt lang mussten. Ich würde sagen, da ist Exit. Dann linsen wir mal hier rein. Wo sind die Zombies? Ich habe die Quest angenommen. Ja, klar habe ich sie angenommen. Ah, jetzt. Es sind auf jeden Fall welche da, das ist ja schon mal das Wichtige. Gut, ich dachte schon, da stimmt jetzt vielleicht am Spiel was nicht, weil hier so ruhig war. Die sind alle zu, die Türen. Was ist denn das hier? Das sah gerade aus, als ob da ein Jägermeister ist. Das nehmen wir natürlich alles mit. Oder? Die Kasse hat nichts, Kühlschrank hat auch nichts, die Unterschränke. Schon wieder, also die Töpfe, die sind lange nicht mehr so selten, wie die wohl früher waren. So viele Töpfe und Messbecher, wie ich jetzt schon gefunden habe. Was mich jetzt so ein bisschen irritiert, ist tatsächlich, sind das alles Ausgangstüren? Was meint er? Ja. Das sind alles Ausgangstüren. Nicht alles kaputt schlagen. Gut. Nur die Spikes. Weil es soll ja eine Dreierquest sein, ne? Ja, das wird schon stimmen.
Ich will trotzdem die Türgriffe eigentlich. Drinnen bleiben. Haben wir auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Ja, da waren wir auch. Okay. Er wird es wissen. Was haben wir hier? Da geht eine Leiter hoch und da ist aber bestimmt hier nochmal ein Durchgang. Die Frage ist, warum ist es so gemacht? Vielleicht muss ich es aufklopfen, vielleicht aber auch nicht. Hier ist eine Tasche. Okay. Fortgeschrittene gedämpfte Verbindungsmod. Und natürlich so wieder ein Haufen Zeug. Hier britzelt was. Die Regale sind leer. Die Regale sind leer. Hier geht es gleich für uns nach unten. Das ist sehr cool. Ich gucke aber nochmal kurz an der Kasse vorbei. Nee, Stuhl brauche ich jetzt nicht. Den lasse ich jetzt gerade absichtlich liegen. Ja, dann geht es für uns jetzt da runter. Ich schaue nur noch mal kurz ins Maschinenle hier rein. Leere Gläser. Wasser und leere Gläser. Ich nehme an, dass ich jetzt hier reinhopfen muss. So. Ich lasse das jetzt drin. Ja, die kann man mitnehmen, aber das andere Zeug, das brauche ich jetzt alles nicht. Das ist wichtig, ja. Sowas mag ich. Den nehmen wir mit. Ansonsten, die ist verschlossen, dann komm du mit. Hier lasse ich natürlich meinen Spaß nicht zurück. Das ist soweit klar. Da war nichts mehr oben. Den nehme ich mit. Es ist voll die... Ich nehme an, da kommt jetzt irgendwann ein Raum, wo es uns voll wegholzt. Weil hier ist jetzt aktuell eher Stufe 1, finde ich. So, hier gibt es erstmal kein Ding. Schießstand. Das haben wir alles schon mal hinter uns gebracht, ne? Da ist nichts zu holen. Huch. Mal kurz ausnutzen. Hallo? War's das? Sieht genauso aus wie in dem Gebäude, in dem wir schon mal waren, wer sich erinnert. Nur, dass es ein anderer Einstieg gerade ist. Auch die Teile hier. Jetzt habe ich aber mein Messer daheim gelassen, gell? Das Messer habe ich daheim gelassen. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn wir das mitnehmen wollen, da damit arbeiten. Können wir auch, weil ist gar nicht so unwichtig, das Zeug. Halt, erst so. Da mache ich mir ja immer meinen Eintopf, ne? Ach, die ist schon kaputt. Wobei, wieso nimmst du dann immer nur eine mit und nicht immer alle? Und wieder Messing. Was kriege ich denn hier raus? 7000 hat so ein Ding. Ist ja krass. Das erinnere ich mich gar nicht mehr. So, weiter geht's. Den setze ich hier hin. Flupp. Also das Geräusch, muss ich sagen, das hat sich gelohnt, dass sie das implementiert haben. Das finde ich nämlich absolut gut. Zum Didum. So, hier nochmal kurz geguckt. Alles klärle, alles klärle. Ich habe das blöde Gefühl, ich laufe rückwärts. Aber irgendwie hat es ja da reingescheint in das Loch, ne? Hier ist nix. Spinntechnisch, die sind alle unlootbar. Unzulootbar ist doch das. So, und da haben wir endlich was ich die ganze Zeit schon gekauft habe. Zement. Der ist nämlich super teuer. Was heißt teuer eigentlich nicht, aber bis du den Stein durchmalen hast und das hier und da und selles, ne? So, Stückle.
könnt euch ja zu zweit hier auch die Zeit ein bisschen vertreiben. Ich weiß nicht, ob da jemand kommt gerade. Hier ist nichts mehr. Entsprechend sind wir da durch. Und Schmessing. Den können wir jetzt heute ausnahmsweise mal splitten, dass ich ein bisschen mehr Platz hier übrig habe dann später. So. Und da war Glas, ne? Munition haben wir gefunden. Munition. Das lasse ich da, das will ich nicht. Oh, ich habe meine Dinger nicht dabei. Aber ist auch nicht so schlimm. Den machen wir jetzt so auf. Falls wir jemals wieder hier sind, hätten wir den Vorteil, dass wir dann nur looten müssen. Und da ich keine Lockpicks habe, haben wir nur die Chance gerade. Ne? An die habe ich gar nicht gedacht, dass wir die hätten auch mitnehmen können. Auf der anderen Seite ist auch nicht wirklich wild. 2 Minuten muss man sich Zeit nehmen, wenn man was zockt, oder? Lumlilum, la 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 lum. Das Schöne ist, wir können tatsächlich mit unserer Spielweise mittlerweile einfach nur rumlärmen auch. Weil wir haben was in der Hand, was ziemlich fett Schaden macht. Wir haben die 2 Turrets, die wir aufstellen können. Was soll da noch groß passieren, ne? Kann ja mal hier runtergehen, dann hören wir uns selber besser. Also, Gebiet säubern sind wir natürlich noch nicht fertig. Das war klar, habe ich den Kaffee draußen reingeschmissen. Hier, ich habe den Kaffee draußen reingeschmissen. Aber ein Yucca-Saft geht immer. So, Spatzel, weiter geht's. Lass dich nicht auffallen. Hier könnte jetzt alles drin sein, was unser Herz begehrt. Du, dann machen wir es halt so im Notfall. Wenn wir brauchen nämlich hier eine Weile. Dann machen wir das fertig, bis die Quest erledigt ist. Und in der nächsten Folge fahren wir abgeben beim 2. Händler vorbei. Weil Tag 76 ist Reset, ne? Es wäre halt schon schön, wenn wir noch vor Tag 76 zum Händler kämen. Jetzt gucken wir mal. Wir sind ja gleich durch hier. Viel ist halt nicht los. Ich habe gedacht, dass da ein bisschen mehr jetzt ist. So. Da hätten wir jetzt auch ein Messer. Oh, guck mal. Schick. Und nochmal Turret. Und weißt du was? Das Turret können wir zerlegen hier. Das können wir zerlegen. Und dann kriege ich diese Teile raus, falls ich mir mal einen 5er bauen will. Ein neues. Was ich auch auf jeden Fall vorhabe, ne? So, meine 2 Mäuse. Kommen Sie mit. Stell dich wieder hin. Hier hast du jetzt durchsucht. Den hast du da gelassen, gell? Setz es mal spaßhalber da kurz hin. Und das setzen wir mal spaßhalber da hin. Und dann hol dir mal das Messer. Na? Stopp. Hier haben wir ja soweit alles durchgeschaut jetzt, denke ich. Natürlich kann immer mal auch was liegen bleiben. Das sehe ich auch nicht so ernst. Dann ist es halt so, weißt du? Wir haben so viele Möglichkeiten, so viel Loot immer. 2 Bretter. Und das hier wird diese verschlossene Tür sein. Von der anderen Seite, ne? Aber die Griffe können wir trotzdem nehmen. So. Wir könnten da hinten durch, aber jetzt bin ich gerade hier unterwegs. Jetzt gehen wir hier auch weiter. Ich erinnere mich sogar ganz kleines bisschen an den Aufbau, aber es ist halt schon ein ziemlich großes Stück. Nimm mal die Schaufel. Zement, ne? Können wir da oben uns gleich mal ein Loch reinbuddeln? Aber ich glaube, das Motorrad war recht voll, gell? War ich das? War ich das? Von der anderen Seite oder liegt der einfach nur so da rum? Ich glaube, der liegt einfach nur so da rum. So. Einmal hier kurz. Naja, wir können ja probieren, ein bisschen auszuladen. Machen wir den hier hin. Wow, hat die mich jetzt erschrocken? Halstreffer bringen leider nicht das Ergebnis. Wo bist denn du hergekommen? Hier vom Schacht, gell? Selbst an so einen Schacht erinnere ich mich, als wir die hier drin waren in dem Gebäude. Ich guck mal kurz. Stopp. Natürlich ist es noch lange nicht gesäubert, ne? Kommt mal mit, ihr zwei. Ich will mal ganz kurz zum Moped. Beziehungsweise
Lass dich mal kurz hier stehen. Dann ach, haben wir uns jetzt aber unten rum schon durchgeprügelt, ne? Wir werden morgen noch unterwegs sein. Ja, doch, fahr doch vor, die paar Meter. So, ganz kurz. Wenn nicht, muss ich halt eine Kiste aufsetzen, oder? Also, das Benzin können wir schon mal hier reinjagen, auf jeden Fall. Dann nochmal auf Aufbewahren. Gehen wir mal ganz kurz durch. So. Ein bisschen was hat sich schon mal drüben angesammelt, siehst du? Was wir auf jeden Fall nicht brauchen, ist das da unbedingt. Wir könnten das mal hier nicht ganz umsonst. Mal kurz die Verbände klar. 6 Stück. Halt. Nochmal ins Inventar hier rein. Den scrap ich, ist klar. Dann gönnen wir uns eine Hühnersuppe. Weil Hunger kriegt sie mit Sicherheit. Dann mache ich das rüber, das stackt nachher. Dann scrappen wir. Ja, allzu viel haben wir noch nicht rausgeholt, aber ein bisschen was. Den scrap ich jetzt ausnahmsweise auch. Knochen nehme ich mit dieses Mal. Das haben wir genug in der Mine daheim. Das brauchen wir nicht unbedingt. So. Können wir wieder rein. Können wir wieder rein, haben wir ein bisschen ausgelagert. Falls es doch noch unendlich viel mehr werden würde, kann ich ja immer noch... Kann ich ja immer noch mal kurz hin und her switchen, ne? So, hier ist noch eine Tasche. Scrappen, mitnehmen. Hier war das von der Seite. Ich erinnere mich da ganz dunkel. Hier müsst man rein. Da ist leer. Und hier sind wir hochgekommen. Ich habe mich gewundert. Alles klar. Dann passt es. Dann gehen wir hier weiter. Wir gehen dem Licht entlang, so gut es geht. So. Halt nicht, wo der sich gerade durchkämpft. Aber lassen wir mal kurz, die kommen ja jetzt jeden Moment. Wo habe ich denn jetzt die Woodframes schon wieder hingestiefelt? Ja, erinnert ihr euch an das Gebäude? Mir fällt es gerade voll auf, dass wir das alles schon mal so ein bisschen gesehen haben. So, weiter geht's. Drüben, oder? So. Was ich überlege, aber das ist hier tatsächlich unten unterfüttert. Hier geht nichts. Nochmal hier vorgelaufen schön. Gucken wir mal durch. Jetzt nehme ich mit und schmeiß nachher wieder raus. Ne? Geld haben wir gerade eben auch schon mal gefunden. Wo höre ich die denn? Hier wollte ich auch noch kurz reinlinsen, wenn ich schon hier bin. Kann ja das gute Wasser drin sein, ne? Und tschüss. Der Schreibtisch von der anderen Seite. So. Haben wir den hier? Das scheint mir der Stuhl nur zu sein. Da geht es dann raus, da wo ich gerade rumgeschossen habe. Da dachte ich nämlich, ich habe was gesehen. Ist aber nicht so. Hier guckt man gleich durch. Hier ist Sackgasse. Dann guck dir das an, da steht er. Wir müssen wahrscheinlich gleich raus, wenn ich es richtig einschätze. So, komm her. Den Winkel durchgeguckt. Hier ist nichts. Hier ist ein Schreibtisch. Stiefel. Mais-Seeds können wir beim Händler verchecken, ne? So. Hier geht es gleich weiter für uns. Den nehme ich eigentlich immer mit. Den machen wir kaputt. Diesmal haben wir was gefunden. Den nehmen wir auch mit.
Das bleibt alles da. Wir linsen. Ja, schön. Weißt du was? Dann mache ich doch da jetzt keinen so einen Stress, oder? Dann gehen wir jetzt noch eine Etage höher. Gucken da noch ein bisschen was durch. Und dann würde ich sagen, schneide ich uns einfach rüber und wir machen dann weiter. Wir werden halt hier jetzt in die Nacht kommen. Aber das kennen wir jetzt mittlerweile auch. Müssen wir mal überleben. So, die mache ich weg. Da habe ich echt genug daheim. Die müssen wir nur mal wieder füllen, die Tage. Ja, dann gehen wir noch oben kurz gucken, wie es weitergeht. Machen wir einfach nahtlose Doppelfolge. Das passt schon. Habe ich in den Müll geguckt? Ja. Habe ich nebendran geguckt? Nee. Ja, sehr schön. Klebeband ist okay. Das lobe ich mir. Und hier die Dinger gucke ich nicht durch, weil da ist tatsächlich Zement direkt, ne? Alles klar. Nochmal ganz kurz ein Linser. Nö, passt schon. Dann schnappe ich dich wieder mit rein und wir gehen nach oben. Ist okay, weil es jetzt sowieso dunkel wird, ne? Dann sind wir eine Etage höher, mit Sicherheit nicht schlecht aufgehoben. Ah ja, bis von der Seite habe ich dich schon angeguckt. So, ich nehme an, dass es jetzt dann auch da knackig wird, wahrscheinlich immer. Genau dasselbe Gebäude, ne? Also da waren wir tatsächlich dann schon. So. Die machen das schon, die zwei. Da gucke ich natürlich rein. Da ist die Kiste schon mal. Jetzt geht es nur noch ums Säubern. Ei, da war doch der Grüne drin damals. Erinnert ihr euch? Da war damals ein Grüner. Blei war da. Die hier kannst du rausschmeißen. Interessiert mich nicht. Wir können mal scrappen. Da haben wir alles durchgeschaut, ne? Die Kuriertasche. Da war nichts drin. So, und wenn wir jetzt schon dabei sind, einmal nachladen. Okay, ich nehme an, dass wir hier absichern müssen. Nachladen. Und hier absichern. Alles klar. Das da hat doch bestimmt Loot. Haben wir halt alles schon, ne? Aber ist okay. Es zeigt auch, dass wir eine Weile gespielt haben, wenn wir schon mal ein paar Sachen haben. Okay, und hier war doch dann damals auch der Grüne irgendwo drin, ne? Ja, ich erinnere mich jetzt, weil wir waren tatsächlich irgendwann auch mal auf dem Dach. Der dicke und hier war der Grüne drin. Hier war der Grüne. Damals. Vor langer, langer Zeit. So, jetzt weiß ich aber nicht, ob wir da lang müssen oder ob wir da hinten lang müssen. Hier ist doch die. Ne, es sah aus wie eine Taschenlampe, aber nur für einen kurzen Moment. Zweites Turret ist hier. Da können wir reingucken. Will ich was kaufen? Will ich da was kaufen jetzt unbedingt? Eigentlich nicht. Die ist auf jeden Fall cool. Wir müssen, glaube ich, in den Innenhof reinhüpfen, ne? Weil von da kommen wir nämlich nirgends hin, glaube ich. Es geht hier nicht noch weiter hoch. Hier können wir aber reinlinsen. Muss ich jetzt tatsächlich irgendwas wegräumen? Was räume ich denn jetzt weg? Den trinke ich. Durst haben wir immer. Das Wasser schmeiße ich weg. Das scrape ich jetzt mal und guck, was passiert. Die Mützenmod haben wir jetzt eigentlich auch. Die brauche ich auch nicht doppelt. Da haben wir eine bessere gefunden letztens erst. Mit 5 Slots oder mit 4, ne? So. Und ich wollte mir ein paar Woodframes machen. Sagen wir mal 5 Stück. Ne, 5. Verbände mal kurz hoch. Und zwar möchte ich hier kurz reinschauen, weil die Decke ist nicht. Was ist das Problem mit der Decke hier? Wieso stummt es mich hier weg? Ich sehe im Moment hier keinen Loot. Da hätte ich schneller sein müssen, ja. Jetzt geweckt. Da oben kommt einer.
Ist das ein Feraler? Kam von der Zwischendecke, ne? Das interessiert mich natürlich schon, ob ich hier was finden wird. Aber wir switchen jetzt gleich rüber. Machen wir zwei Ründeln. Zwei Runden sind besser als eine. Ist der Hammer, oder? Ist der Hammer, oder? Patronengurt. Lade um 30% schneller nach. Der Effekt ist nicht stapelbar. Aber er kann in jeder Brustpanzerung oder Beinschiene eingebaut werden. Wie gut finde ich das denn? Brust oder Bein? Bein verändern. Puh. Gedämpfte Verbindungsmod. Ich mache die einfach mal da rein. Da haben wir schon wieder einen Taschenplatz, oder? Oder? Das war doch schon mal nicht schlecht. Hat das jetzt geklappt? Es hat geklappt. Und dann machen wir mal ganz kurz die Eisenhelm auf. Ah, da habe ich die schon drin tatsächlich, siehste. Ja, aber trotzdem, coole Geschichte. Jetzt geht es natürlich hier weiter. Haben wir hier mal geschwind das Ding entdeckt? Krass. Speicherungsmod, Tragekapazität. Ich modde mich gleich. Ich nehme an, ich kann das auch hier reinballern. Ah ne, da habe ich jetzt schon die Dämpfmod drin. Die leise Mod. Aber wir hatten doch noch mehr, oder? Sehe ich gerade auf der Minimap. Wir kriegen das auf jeden Fall ganz locker durch. Wir sollten vielleicht mal hier reingucken. Wobei, das ist halt echt ein Billigheimer hier. Die ist auch schon verändert, ne? Der hier hat noch Platz gehabt, glaube ich. Nee. Da war die Helmlichtmod. Schade, ich glaube, das war's schon. Also hier können wir nichts mehr. Ich guck mal rein, was wir drin haben. Drei Speicherungsmod ist da drin. Dann guck mal hier noch kurz rein. Da habe ich nur einen Kosmetikslot noch übrig. Und hier hatten wir ja auch gerade geguckt, gell? Ja, okay, das war's. Ist aber nicht so schlimm. Nochmal hier reinglinst, das passt. Dann guck mal hier rein. Boah, Alter. Schützengewehr ein Vierer. Ja, jetzt müssen wir dann tatsächlich überlegen, wie wir es machen. Eine Kiste anlegen. Vielleicht unten beim Moped. Ah, die stacken die Sachen. Das ist sehr gut. Ich gucke nochmal hier, dass da noch mehr rumliegt. Die Kiste da hinten wollen wir natürlich auch noch, oder? So, ich nehme auch fast an, dass das mit die Hauptlootgeschichten sind hier, die man finden kann. So. Geile Geschichte. Aber immer noch kein Bohrer, gell? So, dann schauen wir mal, wer noch alles wach ist. Boah, 7000. Die mache ich dann über Nacht. Die mache ich offscreen, Leute. Wir machen jetzt auf. Die mache ich offscreen, die 7000. Das tue ich uns jetzt nicht an. Den muss ich auch schon da lassen. Also, das haben wir gefunden hier. Es geht jetzt auch nur noch um Säubern, ne? Ich nehme auch an. Ja, komm, bevor es jetzt irgendwie... Weißt du, was wir machen? Wir gehen jetzt einfach morgen genau an der Stelle weiter durch. Und dann fahren wir zum Händler abgeben. Und wahrscheinlich haben wir dann auch noch ein bisschen Zeit übrig. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit übrig haben. Und die nutzen wir und machen nochmal eine Kistenquest. Ich mache jetzt hier einfach einen Schnitt. Es ist mitten in der Nacht. Von der Zeit her muss ich auch gucken, ich muss das ja noch verarbeiten. Ne? Also morgen geht es hier an Ort und Stelle weiter, wir geben dann die Händlerquests ab, wir schauen nochmal die Ware durch von unseren zwei Händlern in der Nähe unserer Base, dann geht's heim, den letzten Stahl zur Aufwertung durchlassen und so weiter, ein paar Feinheiten machen und dann geht's in die Hordenacht. Ich freue mich auf morgen, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ich mache auf jeden Fall die 7000 da oben durch und dann steigen wir ein, ne? Bis morgen.